wo die Haare herkommen? Ja. Die Haare kommen, weil das von meinem Partner Elitär, die kommen tatsächlich, viele lachen, aus dem Genitalbereich. Also es sind, ja, Sackhaare sind das. Ja, wirklich, Und schön, dass ihr am Start seid mit mir aus Hamburg zu einem Format, das ich jetzt einführen werde, hoffentlich in ganz Deutschland, wenn es euch gefällt. Wir testen meine Top 3 Preis-Leistungs-Spots in Hamburg. Und wir werden das Ganze folgendermaßen machen. Wir fangen bei dem an, in Anführungszeichen, was noch am teuersten ist und kämpfen uns vor zu einem Preis, wo ich mir denke, ey, die müssen doch Geldwäsche oder sonst was betreiben, weil das sonst nicht klar geht. Ich weiß nicht, wie die das machen. Aber sie machen es. Und ja, auch zu dem Spot, wo wir jetzt hingehen, wir gehen mal los. Auch Olli ist am Start. Moin, Olli. Das Coole auch, 3 Spots, die sehr, sehr selten, wenig bis gar nicht bei YouTube zu sehen waren. Jetzt gehen wir zum Inder. Wenn du Inder in Hamburg fragst, so der traditionellste Spot überhaupt und vom Preis auch irgendwie so auf damals hängen geblieben. So ein Gericht, glaube ich, 9 Euro oder so, wo du jetzt bei anderen Spots, wenn du das in der Speisekarte, nachguckst, so 14, 15 Euro zahlst und das nicht besser bekommst dort. Hier ist er. Batscha. Einmal war ich letztens schon da in einem Video, aber auf dem Zweitkanal Holle TV abchecken. So, jetzt sage ich euch, was hier passiert. Ihr geht hier rein, jetzt seid ihr in Germany. Bam! Hört ihr die Musik? Jetzt seid ihr in Indien. Hier die offene Küche. Moin, Manas. Also ihr habt gesehen, die haben hier auch köstliche indische Süßigkeiten. Habe ich letztes Mal im anderen Video auch schon gesagt, damals, ey, als ich früher hier war, Ausbildungszeit, ey, das hat mich überwältigt. Habe ich mir mal ein, zwei Dinger gegönnt, so auf, geil, aufregend. Also ich habe hier gute Erinnerungen dran. Wir werden jetzt erstmal ein Gericht bestellen. So machen wir das. Ich gucke nochmal in die Karte. Ich glaube aber, das ist so ein Laden halt, wenn du reingehst, nicht weißt, was dich erwartet. Du rechnest nie damit, dass das gerade auch für die Preise so reinscheppert. Chicken Curry an der Hähnchenkeule mit Currysoße 7 Euro. Und das werden wir auch nehmen, ey. Was ist das für eine geile Scheiße? Habe ich damals gezahlt um, ja, wahrscheinlich um 2012. In 2012 oder so. Nee, weiß ich nicht, ey. Da habe ich auch wieder komplette Scheiße. Das stimmt gar nicht. Stimmt überhaupt nicht, ey. Egg Biryani, gebratener Reis mit verschiedenen Gemüse, Eiern, gerösteten Mandeln, Rosinen. Nehmen wir auch lecker. Lecker. 2 7-Euro-Gerichte, Leute, ich finde das so geil, das Format. Gerade wo Portemonnaie oft nicht so full ist, bei vielen sowas mal zu zeigen. Dinger, die geil sind, günstig und einfach reinscheppern, wo jeder hingehen kann. Wenn ihr das sehen wollt, an alle Löwen, Kommentar rein und auch einen Daumen oben. Knallen lassen, jetzt Video anhalten, jetzt knallen lassen. Und dann wird das viral gehen, das Video, und dann machen wir das auch öfter. Und dann wird es noch sehr, sehr viele von den Videos geben. So, den habe ich hier. So, hier gibt es schon mal ein Mangolassi. Sehr süß, gefühlt noch leicht stückig. Köstlich, Leute, köstlich. Ah, da hinten machen die das Nahenbrot. Oh, krass. Guck mal, die machen das sogar hier frisch in so einem Ofen. Ah, geil. Perfekt. Guck mal, hier wird frisch auch nochmal. Die Dinger sind auch heftig. Sie sind sehr heftig. Die reiben das, glaube ich, einfach nochmal mit Butter ein. Deshalb ist das so fettig. Ah, Butter, ne? Butter, ja. Schon fertig. Perfekt, mein Lieber. Danke dir. Einfach mit einem Löffel rein. Schön frische Zwiebeln sehe ich da. Boah, das sieht doch prächtig aus. Frisch, saftig, Currykeule hinterher. Leichte Schärfe. Oder stabile Schärfe, eher gesagt. Oh, Holle, ey. Ordentlich ölig, muss man das so sagen. Ja, übrigens, diese Metallbleche, ich weiß nicht, ob sie gleich gibt. Hier anscheinend nicht, sonst habe ich sie immer gehabt. Wir haben es jetzt 11 Uhr morgens, 11.15 Uhr ungefähr. Stabiles Essen, um den Tag zu starten. Schön scharf, mag ich gerne, regt die Verdauung an.
so richtig schön nochmal diese Currynote im Nachklang. Schön nochmal die Kardamom-Peitsche gerade gekriegt. Geil. Ich snack mich hier nochmal rein und jetzt geht's zu Gericht Nummer 2. Guck mal, es ist 11:30, füllt sich das hier. So, da sind wir mit dem Metallteller, wie versprochen. Perfekt geröstet. Ich werde jetzt einfach mal hier den hier machen. Übelst zart, Leute. Wirklich, für den Preis ist das. Also den Preis schmeckst du nicht. Will ich damit auch sagen, sowieso. Selbst wenn du denkst, das kostet jetzt 15 Euro, scheiß drauf. Es schmeckt einfach krass. Direkt Koriander oben drauf. Super frische, wie gesagt, super zart. Das fällt vom Knochen ab. Knusper das Brot, lieblich, schön teigig, immer wieder Koriander. Wenn du kein Koriander magst, hast du ein Problem. Auch hier die Soße. Geile Frisch vom Koriander, direkt ins Gesicht, denn das schön zarte Chicken. Leute, ein Knaller für den Preis. Es gibt eine 9,3 von 10. Also eigentlich noch mehr. Das ist wirklich krass. Das Einzige, was so eingestandenermaßen nicht so der Hit ist, ist das Joghurtdressing. Ist ein bisschen wässrig, aber naja, irgendwo muss man Eingeständnisse machen. Mit einem Happensalat verabschieden wir uns von diesem Spot und sehen uns bei Spot Nummer 2. Viel Spaß. Wir sehen uns jetzt bei Spot Nummer 2. Seid gespannt, was ich für euch jetzt hier rausgezaubert habe. Preis-Leistung auch wirklich ein Knaller. Wer einfach günstig gut snacken will in Hamburg, der ist jetzt genau an der richtigen Adresse. Weißt du, was wir jetzt machen, Olli? Wir fahren jetzt einen Burger snacken und zwar den günstigsten Burger in Hamburg, der nicht günstig kacke ist, sondern günstig gut, gut und günstig. Und da driven wir jetzt hin. Wir sind gleich da. Hier irgendwo hat mein Vater mal gearbeitet. Mein Vater war ja Koch. Oh, und wir sind jetzt bei Burger Heroes. Hier jetzt bei Burger Heroes. Wo ist die Preis-Leistungskeule schwingen? Jetzt bei den heftigen Burgern in Hamburg oder Umgebung kann er nicht mithalten. Aber wenn man das, den Preisfaktor mit einbezieht, ist das wirklich ein Brett. Dem Inder da, dem musst du 9,7 geben, Preis-Leistungsding. Also geht eigentlich dann gar nicht anders, wenn ich so überlege. Und hier, gucken wir gleich mal, wie wir das ranken. Wir ziehen uns erstmal einen Burger jetzt raus, einen Smash-Burger. 5,60 Leute für einen Smash-Burger, also das ist Welt. Keine Bilder aufgehängt, gar nichts, sehr rustikal. Aber Essen ist Programm. Da werden gerade schon die Burger geröstet. Standardisierung hoch, können keine Fehler passieren. Und die Pommes sind ja auch am Laufen, guck mal. Ich würde einen Cheeseburger gerne essen, Brudi. So, hier gibt es schön die Burger Patties, die Burger Buns, sorry. Seit ich denken kann, verwechsel ich das beides immer und muss nochmal nachdenken. Also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, übelst die McDonald's-Vibes der Burger gehabt, halt in upgegraded. Perfekt. Danke, ich nehme das direkt sofort mit. Also Menüpreis kann ich jetzt nicht bewerten, weil ich nie eigentlich Menü bestelle. 10,40 hätte das jetzt gekostet, das müsst ihr mir sagen. Aber Einzelpreis für einen Burger, 5,60, ist ein Brett. Pommes, halt Standard-Pommes. Nicht gut, nicht schlecht, sind wir jetzt nicht für da, wir sind eigentlich für den Burger hier. Flauschiges Bun. Da muss ich euch gleich mal was zu sagen. Und da habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Wir sehen uns noch mal draußen. Dann werde ich da noch mal kurz ein paar Wörtchen mit euch reden. Nicht umsonst will ich euch den Spot zeigen, weil ich wirklich das letzte Mal für den Preis sehr geflasht war. Deshalb unbedingt mal testen, unbedingt euer eigenes Bild mal machen. Aber dieses Mal, ich bin ehrlich mit euch, hat er nicht performt. Also die haben da so eine Mayo drauf. Die hat mich eher erinnert an so eine Mayo zu Hause. Mayo hat manchmal so eine Eigenschaft, wenn du sie so probierst, irgendwie auf dem Finger, auf den Löffel, schmeckt sie nicht so. Und dann manchmal ein Kombi, wickelt sie voll den geilen Geschmack. Und das hatte eher so das Feeling von Mayo, wenn man
man sie so probiert einfach und dann, die muss ein Kombi mit irgendwas, wisst ihr? Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal selber vielleicht auch diese Erfahrung gemacht habt. Ja, also im Großen und Ganzen auch das Fleisch irgendwie so, ja, es hat nicht performt heute. Na, ich weiß es nicht. Ich muss ja auch trotzdem ehrlich bleiben, auch wenn ich euch heute meine Top 3 Spots zeige. Deshalb machen wir vielleicht nochmal, aber ja, das ist Gastro. Ist manchmal halt auch tagesabhängig. Gehen wir zu Spot Nummer 3. So, pass auf, Leute. Wir sind hier gerade in der Europapassage. Gleich seht ihr noch mal ein kleines Interview unten. Im Fernsehen waren die hier, wollt ihr die interviewen. Wir machen zwei Sachen gleich noch. Wir gehen einmal noch außer der Reihe, außerhalb dieses Formats quasi, zum UFO-Döner. Also nicht der UFO-Döner, den ihr kennt, wo schon alle waren, von Zeitung bis Influencer, sondern wir gehen zu einem anderen Laden, Soul Kebab, eine Kette in Hamburg, die haben auch UFO-Döner, weil ich entdeckt habe, jetzt gerade erst, das ist nur ein Patent, was man erwerben kann, das kann jeder aufnehmen. Und wir machen so den Vergleich noch mal, weil ich ja schon mal im UFO-Döner war, was besser ist. Das machen wir noch. Ja, und jetzt sind wir aber erstmal hier beim Bruder Ali vom Bussi Falafel. Eigentlich wollten wir jetzt zu Kimo Falafel für, damals für 3,50 war das ein Falafel, so wirklich unschlagbarer Preis. Ist aber am Ende des Tages jetzt, als ich probiert habe, so sag ich mal, ja, war geil, aber nicht so, dass ich es jetzt in meiner Top 3 drin haben wollte und ich will jetzt nicht 3 Spots haben, wo 2 nicht performen, das wäre jetzt nicht so prickelnd. Ja, und deshalb gehen wir jetzt zu Bruder Ali, ja, auch guter Bekannter von mir, mache ich eigentlich ungern, deshalb bin ich extra zum anderen gegangen, aber Ali hat die besten Falafel in Hamburg, wirklich. Und Falafel-Teller mit 5,50 ist das, glaube ich, ein Knaller, gerade von Leistung, auch vom Produkt und schlagbar. Und das zeige ich euch jetzt. Hier in der Europapassage. Oh, da sind noch mal Filmkollegen von mir. Die wollen eine Drehgenehmigung hier haben. Ich weiß es nicht. Ja, vom Fernsehen oder was macht ihr? Ja, Straßenfrage. Straßenfrage, ach so. Und da ist. Kurz Zeit für eine Umfrage zur Gesundheit? Ja, klar, kann ich machen. Ich bin Gesundheitsexperte. Habt ihr eine Drehgenehmigung? Ja, klar. Okay, mit wem habt ihr hier gesprochen? Center-Manager. Ach so, ja, jetzt kriege ich hier eine Umfrage. Mache ich noch mit Gesundheit. Wie heißt das? Gesund.de. Geil, ey. Ja, machen wir mal eben. Gerne. Wem vertraust du in Sachen Gesundheit? Der Apotheke vor Ort oder dem Online-Versand und wieso? Also, wem ich vertraue in Sachen Gesundheit, sage ich euch ganz ehrlich, ich war 10 Jahre nicht krank, ich war glaube ich 15 Jahre nicht krank, aber ich nehme auch gar nichts. Also ich nehme keine Tabletten, ich nehme keine Medikamente. Seit ich 20 bin, so ungefähr, nehme ich keine Tabletten mehr und deshalb dementsprechend bin ich nirgendwo Kunde. Wenn ich jetzt was brauche, wie zum Beispiel, ich habe hier meine Haare machen lassen, dann bin ich in der Apotheke vor Ort gewesen, weil da musste ich Antibiotika nehmen, das war dann vorgeschrieben. Dann hätte ich auf die Apotheke vor Ort gesetzt, ja? Doch. Wo die Haare herkommen? Ja. Die Haare kommen, weil das von meinem Partner Elitär, die kommen tatsächlich, viele lachen, aus dem Genitalbereich. Also das sind, ja, Sackhaare sind das. Wirklich? Ja, wirklich. Doch, doch. So. Bruder Ali, wir kommen. Na, ich habe einen guten Sirus hier am Start, ne? Ich sehe jetzt gerade erst, ich habe sogar gedacht, es wäre teurer. Ein Falafel-Teller nur 4,90. Ja. Weil, krass, dann nehme ich einen Falafel-Teller einfach. Ja, Mann, kannst du mir eigentlich direkt gleich, ich sag's Bescheid, wenn fertig ist, und dann nehme ich den mal entgegen. Dann erzähle ich euch noch was dazu. So, also Ali Bussi Falafel jetzt hier. Wirklich Knaller, Leute. Wirklich. Also ich kann nur in höchsten Tönen von dem Falafel sprechen. Das ist besser Falafel kriegt ihr nicht. Habe ich auch nicht gegessen bisher einen besseren Falafel. Weder in Hamburg noch woanders. Perfekt, danke mein Lieber, danke, danke. Da haben wir jetzt einen guten Teller. Also ich kann euch eins schon mal sagen. Ihr werdet keine knusprigeren Falafel finden. Nicht kümmelüberladen, oft sind die Dinger kümmelüberladen, perfekt ausgelegt. Das hier ist Game Changer, Leute. Ihr müsst die Tahin dazu nehmen, die Tahini. Leichte Bitternote. Einfach basic. Für 4,90 der Teller wirklich. Geile Minze hier im Salat. Ein ganz rundes Ding. Preis-Leistungs-Killer. Also wirklich stark. Jetzt geht's nochmal zum UFO-Döner. Seid gespannt, ich habe den Teil schon tatsächlich, ja, ich habe es ja schon gegessen. Ich spiele es jetzt nur rückwirkend ein. Interessante Sache. Sehen wir uns gleich nochmal drüben in der Schanze. Sind wir an der Schanze im wunderschönen Hamburg. Jetzt gehen wir noch einmal zum Soul Kebab. Die haben da auch einen UFO-Döner. Das müssen wir uns noch einmal kurz geben, ey. Das müssen wir uns noch einmal kurz geben, außerhalb jetzt dieses Top-3-Preis-Leistungs-Ding. Da werde ich jetzt nochmal rein und frage mal nach, was da los ist. Hi, mein Lieber, grüß dich. Bist du Chef hier? Ja. Ich habe hier gerade gesehen, ihr habt auch einen UFO-Döner. Ja. Ich dachte, das hätte nur der eine Laden in Hamburg. Habt ihr auch? Ach so, das ist so ein Ding, so ein Patent kann man kaufen und ihr könnt das auch benutzen? Ja. Ach, wild, ey. Läuft gut, ja? Ja, ja. Oha, ey, weil ich habe bei dem anderen gegessen. Ich könnte jetzt deinen auch essen. Ja, gut, okay, dann probier ich. Ja, okay. Ja, geil.
so ist das natürlich. Ne? Wenn irgendein Format irgendwo funzt, da ist jeden Tag gefühlt eine Stunde Schlange, dann macht das natürlich jemand, der die Möglichkeit hat, auch. Puh, ist so wie Shop in Shop jetzt. Da ist das UFO-Gerät auch, ey. Da muss ich sagen, ist von UFO-Döner auch schwach gemacht, also von dem Lizenzgeber, sag ich mal, davon. Dass man sich so hier direkt in Hamburg unmittelbar Konkurrenz schafft, ist eigentlich nicht so in der Sache. Mit gewissem Abstand schon, aber das ist, glaube ich, nicht so ganz perfekt. Weil das hier gefühlt 100 Meter Luftlinie, also das nicht, aber ist nah dran. Perfekt, mein Lieber. Das ist unser UFO-Döner. Jetzt bin ich heiß wie Frittenfett, weil der andere, wo der da so einen Hype auch in Hamburg hatte. Den habe ich auch getestet. Ich guck mal, welcher besser ist. Geiles Handliches. Bam, bam, fällt nichts raus. Zack, kannst du den machen. Alles perfekt. Der ist kompakt. Jetzt auch auf die Frage, wie vielleicht viele stellen. Das ist das, ja, das dünne Brot außen. Unnötig, nicht unnötig. Schmeckt das nicht. Ich finde es eine willkommene Abwechslung. Das ist Brot, das ist lecker. Du snackst das rein, ist wie so, einfach so, wie wenn du im Restaurant ein bisschen Brot hingestellt kriegst. Snackt man auch weg, vielleicht mit ein bisschen Soße, aber das stört jetzt nicht. Also schmeckt lecker. Vielleicht, wenn du es jetzt einmal komplett rumsnacken musst, dann könnte es vielleicht nervig werden. Aber ein paar Happen können nicht schaden. Geile Essen. Schmeckt wie so ein bisschen Chili con Carne-Soße, ich schwöre euch. Hatte Gefühl, selbst Illusion gerade, als hätte ich auf den Maiskorn gebissen, ist aber nicht drin. Nur manchmal bildet man sich das ja ein. Also Innenleben, erster Moment, wie gesagt, sehr nice mit dem Essen. Aber Innenleben vom Fleisch her, vom ganzen Feeling, ist einfach nichts Besonderes, muss man so sagen. Ist lecker, wirklich, aber haut mich nicht vom Sockel. Also ich hätte beinahe gesagt, sogar der andere UFO-Döner mehr gebockt vom Fleisch her, obwohl die da auch ein, zwei Problemchen hatten. Für mich zu wenig Fleisch drin gewesen. Hier ist das jetzt besser. Aber da war das Fleisch, glaube ich, schon grad besser. Also Gesamtfeeling, Gesamtfazit zum UFO-Döner. Hätte ich jetzt so ganz durchgegeben. 5 von 10, Leute, 5 von 10. Ja, kann man machen. Auf jeden Fall testwert, wenn man das nicht kennt. Aber ich glaube, mit Hähnchen hätte er auch besser performt. Ja, wir sind am Ende des Videos. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Auch wenn zwei Spots nicht ganz so performt haben, wie ich es in Erinnerung hatte. Aber naja, so ist das Game. Muss man am anderen Tag nochmal testen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mich gerne eure Meinung wissen in den Kommentaren. Lasst mir einen Daumen oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal.